So, sind wir Sendung, Karl? Ja, scheinbar sind wir. Also, hallo Leute. So, hier sind wir wieder bei Cupid in den Lands of Theta und ich hüpfe hier ein bisschen herum, weil es Spaß macht und einfach ich gerne hüpfe, wie man es eigentlich in jedem RPG gerne tut. So, was habe ich hier? Genau. Wir wollten ja zur Stadt schauen, die ist hier in der Ferne. Genau, so, perfekt. Es ist immer noch zappenduster, aber das stört uns zwar schon extrem, aber wir können leider nichts daran ändern derzeit. Ich laufe natürlich genau gegen eine Wand. So, dem Boss komisch Käfer Schwarzdingens lassen wir einfach mal Schwarzdingens sein. Nicht wahr, Karl? Ist mir jetzt zu anstrengend, den auch noch zu töten da. So, im Gegensatz, wir werden jetzt falsch kurz umsatteln. Satteln ist der richtige Begriff dazu. Mit einer Alpaka geht es auf jeden Fall weiter. Oder schneller. Ich weiß, ich habe immer noch nicht so wie gesagt die in den Dschungel vorbeigeschaut, um... Warte, was? Nein. Um neue Tiere zu zähmen. Vor allem eben den Affen und das Krokodil. Das Krokodil wäre natürlich auch cool. Aber das kommt alles noch. Wenn ich mal hier... so weit fertig bin. Seht ihr so viel wie ich? Also gut, gar nichts. Oh, hier war was. Puh, lauter Soundeffekt. Danke, Alpaka. So, und weiter. Musik kennt ihr ja schon. Also vielleicht noch nicht dieses Lied direkt, aber ist wieder Adrian von Ziegler. Ja, ach Gott. Gut, jetzt können wir das einsetzen, was ich schon die ganze Zeit mit mir herumtrage. Setzen wir es hier hin. Alpaka, komm. Bei Fuß. Perfekt. Dazu ist eine Bombe gut. Um den Weg frei zu machen. Oder auch mal den Boss zu sprengen, kann man auch machen. So, hier müssen wir weiter. Ah, ein Ork. Grüß dich. Lass mal den Ork weitergehen. Wir müssen ja auch weiter. Verdammt, ich will vermutlich wieder so lange wandern, bis auch wieder Tag ist. Okay. Von denen haben wir auch schon genug. Das heißt, Holz kann ich noch sammeln, auf jeden Fall. Und Radieschen kann ich auch immer sammeln. Ich hoffe, die Musik ist nicht wieder zu laut. Ansonsten, ja. Habt etwas lautere Musik einfach. Ist ja auch nicht unbedingt so schlecht. Und wieder ein Radieschen. Auf jeden Fall sind die Soundeffekte fast genauso laut wie die Musik. Oder eigentlich lauter, vermute ich. Also passt das ja. Nur, dass meine Stimme etwas im Hintergrund geraten könnte. Naja, egal. So ist es eben. Hüpf hoch. Wie habe ich meinen Alpaka nochmal genannt? John, glaube ich. Ah! Launa the Witch. Da hinten ist Lee. Autsch. Lass mich aufsitzen, Alpaka. Ja, tief geht's runter, wenn man nicht aufpasst. Komm her. Ach komm. Na endlich. Ich brauche 3 Versuche, bis dass ich aufsitzen kann. Also wirklich. Wahnsinn. So. Ah, ich sollte noch auf die Uhr schauen, wie lange das ich eigentlich aufnehme. Gut, ich glaube sowas von 2 Minuten habe ich schon, das passt. Dann mache ich noch ein paar Minuten eben weiter. Ein paar viele Minuten. Ich mache diesmal eine längere Folge, habt Zeit. Wird zwar etwas an meinem Computer wieder belasten beim Zusammenschneiden, aber... sei es drum. Der muss auch mal ein bisschen arbeiten. Ah, Hilfe. Da. Ah. Oh Gott. Berge runtersteigen ist nie so einfach. Mitten in der Nacht. Gibt eine Ruhwölfe.
So. Und natürlich wieder ein Berg. Okay, wir kommen gut voran. Ja, Wasser. Schwimmalpaka, schwimmt schon. John, Johnson. Echt so. Kann ich auch Johnson nennen. Lauf, Johnson. Und hüpf. Ja. In der Nacht hier alles durchwandern ist einigermaßen langweilig. Außer man trifft wieder zufälligerweise auf ein paar Hexen, auf ein paar... Was ist das hier? Endlich mal jemand, den was ich hier mal jagen kann. Bleib stehen. Da bist du. Gebt Ruhe. Na, geht doch. Danke, Alpaka. Sehr schön. Ah, hier schlafen wir noch kurz. Ja. Kann ich vielleicht mit Springen auch absteigen? Na komm, steck die Waffe weg. Steck die Waffe weg! Steck... eigentlich. Das geht nicht. Das geht. Okay. Egal. So. Wo... was habe ich eigentlich gerade vorher gesagt? Oh Gott, mein Gedächtnis. Wenn das so gut wäre. Ja, Nachtwanderung. Genau. Nachtwanderung war's. Weil es langweilig ist. Weil fast auf nichts treffen, nichts genaues sehen, außer hier Schwärze und gerade mein sehr eingeschränkten Sichtradius. Wobei es schon vom Blick her etwas besser ist als wie beim ersten Mal. Da habe ich weniger gesehen. Weißt du nicht warum und warum zur Hölle ist da oben nicht? Sieht doch aus wie ein Baum. Ich will darauf. Chromi Tree. Okay, seit ihr das Licht ist. Oh, du heilige Scheiße. Okay, Chromi Tree, böse. Lassen wir. Sieht cool aus, aber ist böse. Johnson? Ah, da ist Johnson. Steh auf. Wir gehen zur Stadt. Also wir retten. Den Chromi Tree, der sieht cool aus, aber den lassen wir einfach mal gepflegt aus. Also Goblin plus irgendwas. Hier glaube ich war das. Nee. Nicht so ganz, das ist mein Fall. Alter, wie viele sind da? Der wäre total interessant. Gefällt mir, aber ist ein bisschen zu schwer. Noch, derzeit. Ginseng. Auf zur nächsten Lichtquelle. Ich hoffe, irgendwann wird die passende Lichtquelle eben... Blah, die Stadt sein. Schwimm, Johnson. Perfekt. Na, nicht beim Stuhl hängen bleiben. Ach, Gottchen. Ach, wieder mal hoch. Auf. Gehen wir schon die Treppe auf. Ah, Orks normal. Ihr könntet die Goblins jagen. Also, das schafft ihr ja auch nicht. Da seid ihr auch zu schwach. Bin ich sogar stärker in der Hinsicht. Entschuldigung. Etwas müde nach der Arbeit. Was soll das? Achso, kann nicht mehr reiten. Wo zum Henker kämpft ihr? Der kämpft ihr. Seht, ich kann das, ihr nicht. Scheinbar kann man nur eine begrenzte Zeit retten, daher habe ich... Willst du es wirklich probieren, Wolf? Da habe ich wieder meinen Johnson etwas zurück ins Gehege gestellt. Und Karl begleitet uns wieder, genau. Komm, Karl. Karl, du hältst die Kamera. Gute Kameraführung. Warte mal, das können wir so machen. Genau. Karl hält die Kamera.
so spielen muss anstrengend sein. Lassen wir. Machen wir so. Ginseng. Ein Stück Ginseng. Also wirklich. Da hat sich der Schlag nicht mal ausgezahlt. So, weiter in die Richtung. Immer weiter. Ja, jetzt bin ich nass. Toll. Na. Nachtwanderung mit nassen Klamotten. Das geht nicht. Gott sei Dank spiele ich einen Zwerg. Da hält das ja aus. Ah. Karl, wo bleibst du? Oh, da kämpft jemand. Komm, Karl. Wir müssen mitmischen. Wir müssen mitmischen. Wir haben nichts mehr zum Mitmischen. Schade. Die jagen uns alle Mobs weg. Zum Glück respawnen wieder ein paar. Und weiter geht's. Die Musik macht auch nicht unbedingt munter. Ich hoffe, die wechselt gleich. Ich werde aber nicht rausgehen und irgendwas umstellen, weil dann hängt sich wieder das Ganze auf und das wäre scheiße. Da lasse ich es lieber so. Was ist da oben? Häschen! Ein Bunny! Ja. Noch ein Bunny. Karl bleibt nicht bei dem Bunny stehen. Ah, das war ja logisch. Immer wieder das gleiche mit ihm. Also, wenn ich mir das so ansehe, bin ich scheinbar schon durch die ganze Nacht gewandert. Bringt sich ja bald nichts mehr, dass ich irgendwie Tag machen will, weil es wird schon Tag. Wir haben zumindest schon mal den Weg zur Stadt. Auf den gehe ich gerade. Das ist schon mal super. Grüß euch, Zauberer. Karl. Ach, Karl. So, kurz mal schlafen. Perfekt. Ich hol Karl wieder her. So. Dass du immer bei dem Bunny stehen bleibst, also wirklich. Merke ich mir. Wenigstens lässt du jetzt Vogelscheuchen in Ruhe. Hier Höhle. Höhle ansehen. Naja, lächerliche Höhle. Aber wir können ja mal probieren, was passiert, wenn ich so mache. So, was hat's gebracht? Gar nichts. Witzig. Sehr witzig. So. Hier ist immer noch Straße. Hier Berg. Schön. Steht irgendwas? Nein. Schauen wir uns kurz den Berg an. Es ist schon wieder hell genug. Dann gehen wir hoch. Na, komm, komm. Vielleicht ist ja eine Höhle, ein bisschen Eisen oder so, oder Silber. Ja, ja, das ist doch schön. Das gefällt mir. Das nehmen wir uns mal. Gib Ruhe, gib Frieden. Da, das sieht nach sowas aus. Karl! Ich verstehe den Jungen nicht. Darf ich wieder alles alleine machen? Gut, als ob ich Probleme hätte. Das sowieso nicht gegen die Viecher jetzt hier. Gehen wir nochmal zurück. Vielleicht ist noch mehr dran. Das bisschen Eisen wäre doch etwas schade. Perfekt. Oh, hier bin ich schön vorbeigekommen. Aber hier glaube ich brauche ich wieder. Das müsste reichen. Hat aber gar nichts gemacht. Na, vielleicht kommen wir noch tiefer. Schauen wir mal. Vielleicht geht es noch ein bisschen weiter runter. Nein, hier tut sich nichts mehr. Schade. Dann gehen wir wieder raus. Karl, wo zur Hölle bist du? Ich hole kurz Karl wieder her. Wir sollen nicht wieder zu den Bunnies zurückgelaufen sein. Dir traue ich alles zu, Karl.
So, haben wir hier den Sonnenaufgang zu sehen. Schauen wir kurz hoch, vielleicht erwische ich den Sonnenaufgang genau. Höchster Punkt. Nicht ganz, hier ist der höchste Punkt. So, mal umsehen. East müsste eigentlich genau hier sein. Eigentlich sollte hier die Sonne dann hoch schießen, keine Ahnung. Oder sonstiges. Ich finde, kann ich die Liste schon mal fast ausmachen. Schauen wir mal, was haben wir hier noch? Ah, ich habe sogar noch Skillpunkte. Machen wir mal längeres Reiten oder Climbing. Ja, ein Climbing gehen wir auch dazu. Aha, hier hat das Schild. Aber wenn ich mit Schwert und Schild kämpfe. Gut, ein gutes Schild hätte ich jetzt hier. Und der Ironix habe ich wieder das Great Sword. Brauche ich 16. Das komme ich hin. Machen wir kurz nebenbei mal ein paar. Wow, wow, wow. Alter, schreck mich nicht so. Ich will mir den Sonnenaufgang ansehen. Arschloch. So wirklich. So. Gut, die paar können wir wieder herausfinden, was die sind. Level 40, Level 48, Level 32. Ja, das 40er und das 32er wird interessant. So, was haben wir hier? 36er, das brauche ich nicht, kann verkaufen. Einmal Schild 34, Gold 114, Longsword Roach, Balanced Iron Sword. Ein paar gute Sachen. Na, wieso? Kann ich noch ein paar? Na, geht noch. Perfekt. So, aber. Hey, dir kommt nichts. Schauen wir lieber zur Stadt. Oh. Hock. Geht doch. Karl, bist auch gut runtergekommen. Also, wir haben es geschafft, die ganze Nacht durchzuwandern. Ist ja auch mal nicht schlecht. So, ein Busch wieder, den holen wir uns. Alles voll. So. Ja, Karl, da werde ich dich wieder verlieren. Ich weiß. So schnell kommst du nicht drüber. Das Horse lassen wir Horse sein. Sollte ich mir mal eins zähmen zum Reiten? Wäre vielleicht nicht schlecht. Hat wohl. So. Wo sind die nächsten Schwerter? Da drüben wäre eins gewesen. Naja, egal. Mal die Stadt und dann weiter. Das Cap hat sich gerade wieder aktiviert. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht angerufen. Ich sollte beschäftigt hinschreiben, wenn ich Let's Plays aufnehme. Das wäre vielleicht nicht so übel. Ja, die Musik macht Laune. Karl ist da hinten. Ginseng. Perfekt. Und Karl ist ins Wasser gefallen. Der braucht ja auch mal ein Bad wieder. So. Bald müsste die Stadt doch schon in Sichtweite kommen. Gefährliche Gegner haben wir scheinbar alle hinter uns gelassen. Ich habe auch schon... Ach, da ist was. Da ist was. Da ist was. Ach Gottchen. Ich habe schon länger keinen Stier oder so mal gesehen. Da hinten ist eine Schlosse. Gefällt mir. Da können wir dann beim nächsten Mal genau hinsehen. Muss mich merken. Entdecke ich am besten gleich mal, damit wir es auf der Karte haben. Und diesmal gehen wir dann da rein. Ein Alpaka. Zwei Hardflowers. Eine Karte hat es noch nicht. Jetzt habe ich es. Antar Palace. Perfekt.
Also einen neuen Palast zum Durchhauen, durchkämpfen. Das passt genau. Das passt sehr gut. Dann könnte ich wieder vielleicht einen Spirit bekommen. So, jetzt reicht mir. Ah, fast schon. So, Johnson. Du bist wieder dran. Das letzte Stückchen dürfen wir doch ein bisschen Gas geben. Was haben wir hier? Ein Knobold. Nein, Knobold. Du hast mein... Ach Gottchen. Bring doch nicht einfach meinen Alpaka um. Das brauche ich zum Reiten. Also wirklich. Johnson, du musst wirklich mehr trainieren. Ich weiß, es ist nicht so einfach, wenn ich immer mit Karl herumlaufe, aber Karl ist eben Karl. Verstehst du doch. Wie will man schon gegen Karl bestehen? Wow! Oh oh, oh. Ihr blöden Magier wieder mal. Ach du meine Güte. Ah, ich hab ihn erwischt. So. Ein Kampf zum Schluss. Perfekt. Hat wohl. Johnson haben die schon wieder erwischt. Aber du bist doch lebend am Schluss wieder dazugekommen. Passt genau. Ginseng. Und weiter geht es. So, der Busch. Ah, dann kann man das im Bau ja nicht mehr. Hui, weiter weg zur Stadt. Das ist ja was. So, was haben wir hier? Die schauen wir noch kurz, ob wir die erwischen. Nein, nein, nein. Ach komm. Ach Gott. Johnson, spring weiter. Nächstes Mal. Ja, ich hol dich ja schon her. Ach. Sind keine Gegner, können wir lassen. So, Teda City. Da ich sie schon aus. Oh Gott. Zum Glück ist Karl nicht da. Die Vogelscheuche wieder mal. Und ein Schwein. Also willkommen in Teda City. Wir zoomen etwas hin, damit ich sehe, wo was ist. Pit District. So, wo wollte ich denn eigentlich genau hin? Schneider? Achso, ja, weiß schon. Ja, passt. Gut, den Rest, den lassen wir mal. Oder? Ach nee, ein paar Sachen können wir noch machen. Also, ich will noch herausfinden, was für Leftovers das waren. Johnson? Achso. Denk mir schon, was machst du da oben? Jetzt sitze ich auf hier. So. Endlich habe ich dich. Ja, kannst gut identifizieren. Mango Juice, wo habe ich denn das auf einmal her? Und Milchschub. Ich habe ein paar Sachen aufgesammelt, von denen ich nichts wusste. Was gut ist. So, fangen wir an. Ah, jetzt habe ich es. Silklus brauche ich nicht. So, für 48. Silkbus, was sind das für Sachen? So. Mage, Mage, Mage. Ihr wollt mich doch verarschen. Lauter gute Sachen und alles für Mage. Also wirklich. So, da ich keinen Mage dabei habe, kann ich mir nichts machen, aber ich heb's mal auf. Weil man kann auch nicht alles verkaufen. Kann ich ein besseres machen? Ranger? Auch nicht.
Roach. Weg damit, weg damit. Ah, weg damit. Weg damit. Ah, wer zwar, aber die mag ich nicht. Weg damit, weg. 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 Power 100. Ah, das lassen wir mal da. Ein Power 100 Teil. So. Ranger. Brauche ich auch nicht. Erst recht nicht. 38, die behalten wir mal. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Iron Shield 17, nein. 38, nein, mag ich nicht. Nein. Auch nicht wirklich. Weg damit, weg damit. 36, das behalten wir. Das ist weg damit, Ranger, weg damit, Ranger. Behalten wir mal. Roach. Great X 38, behalten wir das mal. Iron Sword. So, hier haben wir ein paar Sachen, die wir auch verkaufen können. Gut. So, und da wäre ein bisschen was zum Anziehen sogar dabei gewesen, weil... So, 100er Sache. Iron Kluft, die hätte ich verkaufen können, egal. 43er Sache. Das ist jetzt zum Beispiel Armor besser. Ziehen wir gleich mal an. So, kann ich verkaufen. Kann ich auch verkaufen. So, das ist 34, 13, 3. Hat zwar mehr Tempo hat. Nein, verkaufen. Was ist das hier? Verkaufen. So, und hier schaue ich auch mal kurz. Tempo und Crit. Ah, bei den großen brauche ich eher mehr Tempo als wie Crit. So, die Sachen hebe ich mir auch auf. Die Mage-Sachen. Perfekt. Aber das kann ich gar nicht. Jetzt weiß ich, wie man Sachen lernt. Austesten muss man einfach alles. Perfekt. Ach, was hat er denn für Rüstung eigentlich da? Junge, was hast du denn alles Schönes? Ich brauche was für Power 40. Ah, 42. Okay, gut, der geht schon wieder drüber. Und da habe ich... Nein. Nein, er hat nichts. Vielleicht der Waffenhändler. Blah. Na gut, zum Waffenhändler sage ich mal, schauen wir dann das nächste Mal. Wir haben schon mal den Großteil verkauft. Johnson ist auch noch da. Passt. Also dann bis, Leute. Bis zum nächsten Mal. See ya.